Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum Stadtrundgang auf den Spuren der Zeitgeschichte. Wir werden uns mit Teilen der Kasseler Geschichte beschäftigen, die nicht so populär sind und nicht so im öffentlichen Interesse, aber die selbstverständlich zur Geschichte gehören. Und wenn wir uns an die 1100-Jahr-Feier machen, dann sollten wir auch diese Teile der Stadtgeschichte nicht vergessen. Ich meine damit insbesondere die Geschichte der NS-Zeit und das sehr schreckliche Kapitel der Verfolgung jüdischer Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, was wir hier auf dem Rundgang auch dokumentieren werden. Mein Name ist Ulrich Schneider. Ich bin Historiker, ich bin Pädagoge und seit vielen Jahren in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, einer Organisation, die also über 60 Jahre bereits existiert, und die aus der Tradition der Verfolgten und Opfer des Faschismus und derjenigen, die gegen den Faschismus gekämpft haben, sich für die Bewahrung von Erinnerung einsetzt. Und aus diesem Anlass haben wir schon seit vielen Jahren Rundgänge in der Stadt Kassel organisiert. Und ein bisschen von diesem, was wir dort erarbeitet und präsentiert haben, möchte ich auf meinem Rundgang euch heute vorführen. Der Rundgang, den wir hier heute haben werden, orientiert sich an Stationen, die, und das ist das Problem in Kasseler Geschichte, an vielen Stellen nicht mehr sichtbar sind, die aber in der Innenstadt gewesen sind. Was machen wir? Wir versuchen, an diesen Stellen historisches Wissen zu verbreiten, sodass man, wenn man durch die Innenstadt geht, die nun heutzutage gar nicht mehr an historische Ereignisse erinnern kann, oder nur noch in bestimmten kleinen Ecken, dass man dann doch ein Bewusstsein davon hat, was eigentlich hier mitten vor den Augen dieser Stadt passiert ist. Ja. Wir befinden uns jetzt hier an dem historischen Aschrottbrunnen. Die Steine, auf denen ich hier sitze, sind die ursprüngliche Umrahmung des Brunnens. Errichtet wurde dieser Brunnen 1909 zur Erinnerung an oder in Vorbereitung auf das Kassel-Jubiläum. Sigmund Aschrott, ein angesehener Kasseler Bürger, der durchaus zu Geld gekommen war, er war nicht nur Unternehmer, er war auch Bodenerschließer, hat also den vorderen Westen Grundstücke erschlossen, hat dort relativ viel Geld verdient, hat ein Teil dieses Geldes der Stadt Kassel wieder zurückgeben wollen, indem er zwei Dinge gemacht hat. Zum Abschluss seines Lebens hat er eine Stiftung eingerichtet, in der Wohlfahrtseinrichtungen finanziert wurden. Und anlässlich des Kassel-Jubiläums hat er hier einen Brunnen der Stadt gestiftet, wie man es damals, wenn man ein besonders reicher Bürger war, durchaus auch in verschiedenen anderen Städten machte. Dieser Brunnen war damit eigentlich ein Signal, dass auch die jüdische Bevölkerung, die hier völlig integriert in der Stadt war, dass die auch ihren Teil leistete, um den kulturellen Fortgang dieser Stadt zu befördern. Und so wurde dieser Brunnen auch verstanden und so wurde er auch die ganze Zeit, nicht nur wegen des Stadtjubiläums, wo es vielfältige Postkarten mit diesem Brunnen gab, sondern auch später immer wieder gesehen. Als natürlich die Ausgrenzung jüdischer Bürger 1933 Staatspolitik wurde, da war es klar, dass ein solches Denkmal, was an die positive Tradition jüdischer Kultur und jüdischer Bürger erinnert, natürlich hier keinen Platz mehr haben sollte. Dieses Denkmal wurde 1939, nachdem die Reichspogromnacht bereits stattgefunden hat, nachdem die jüdischen Geschäfte verdrängt worden waren von der Ober- und Königstraße, dann an einem Vormittag von SA-Leuten mit Körperkraft, Ketten befestigt, mit Hauruck, umgerissen, demoliert und wenig später wurde dann die Reste dieses Brunnens dann beseitigt. Und da man diesen Platz aber nicht einfach so lassen konnte, wurde dann ein Blumenbeet dort errichtet. Später wurde dann ein kleiner Springbrunnen dort gemacht, aber alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es ist dem Künstler Horst Hoheisel zu verdanken,
dass wir heute hier ein sehr eindrucksvolles Denkmal, ein Erinnerungsmahnmal für die verfolgten jüdischen Bürger dieser Stadt haben. Horst Hoheisel kam auf die Idee, anlässlich eines Kunstwettbewerbes, dass er hier einen rekonstruierten Brunnen errichten wollte. Damals konnte es noch nicht realisiert werden, aber anlässlich der Dokumenta 9, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht wieder verzählt, Dokumenta 9, wurden doch Gelder bereitgestellt, die es ermöglichten, diesen Brunnen als Dokumenta-Beitrag hier zu rekonstruieren. Horst Hoheisels Idee war, er will keine Statue hier hinsetzen, er will keine Rekonstruktion des Originalbrunnens ersetzen, aber er will den Brunnen original wiederherstellen, nur in negativer Form. Dieser Brunnen existiert, er ist in Beton gegossen, fertiggestellt worden, aber in umgekehrter Perspektive in die Erde vor dem Rathaus eingelassen. Wichtig ist für mich, dass hiermit ein Mahnmal, und zwar an zentraler Stelle der Stadt, direkt vor dem Rathaus, dort wo auch der historische Platz ist, geschaffen wurde, der auch immer wieder zu Fragen Anlass gibt, wo Menschen stehen, nachdenken und durch dieses Nachdenken nicht nur über die Form, sondern auch über die Geschichte dieses zum Nachdenken gebracht werden. Und das ist meines Erachtens der große Gewinn, eine große Leistung, die Horst Hoheisel mit diesem Brunnen geschaffen hat.